So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Dieses Mal geht es um Sport und heute mache ich mit dir Beine. Genau, Beine und Po. In die Kamera ist jetzt Stefan, der hilft mir dabei, damit du das richtige Video hast. Dann viel Spaß mit dem Video. Als erstes wärme ich meinen Körper. Und das mache ich immer mit Hula Hoop. Dadurch, dass ich heute komplett Sport mache, dann mache ich keine 20 Minuten Hula Hoop, sondern nur 5 Minuten, um meinen Puls, mein Herz so ein bisschen hoch zu treiben. Deswegen machen wir jetzt 5 Minuten Hula Hoop. Ich muss natürlich gucken, dass ich meine 5 Minuten mache. Falls du keine Ahnung hast, wie es Hula Hoop geht, wichtig ist, dass du deinen Körper nach vorne und nach hinten bewegst. Und so schaffst du, dass die Hula Hoop halt dreht und bei dir bleibt. Und am Ende bekommst du immer ein Gefühl. Also du wirst dann spüren und dann weißt du, okay, es kommt jetzt runter oder es bleibt da und dann kannst du halt damit spielen. Ist immer ein Gefühl und du musst halt üben, üben, üben. Wichtig ist, wie gesagt, nach vorne und nach hinten. Also so machen und nicht so machen. Das denken immer viele dadurch, dass es sich dreht. Viele denken, man muss halt sich machen, aber so ist es nicht. Nach vorne und nach hinten. Guck mal. Siehst du? Vorne und hinten. Wenn du dich schnell bewegst, dann bewegt sich das natürlich schneller. Langsam, langsam. Also, machst du wie du willst. Zwei Minuten. Dadurch, dass ich will, dass es Cardio ist, dann mache ich natürlich schneller. Wahnsinn mit dem Ring. Also, hallo von Stefan, von hinter der Kamera. Ich habe das auch mal probiert und bin nach 3 Umdrehungen mit Schmerzen zusammengebrochen aufgrund von diesen SM-Noppen, die dort dran sind. Also ich finde das so krass. Also Respekt, wie du das 5 Minuten machst, ohne dass du... Ja, am Anfang war schmerzhaft, aber jetzt geht. Und ich freue mich, weil ich merke so richtig, wie es arbeitet. Und es ist rot und es kabbelt, also es juckt. Ja. Aber du kriegst nicht mehr so blaue Flecken wie am Anfang, ne? Nee, das ist immer nur einmal, glaube ich. Und wenn man halt super lange nichts mehr gemacht hat. Weil deine Haut muss sich natürlich dran gewöhnen. So. Wir haben jetzt noch 3 Minuten. Ach, man muss immer auf die Ellenbogen aufpassen. Deswegen... Das sieht immer so arrogant aus, ne? Aber ich mache das immer hier oben so, weil unten tue ich mich immer weh. Ja, ich habe gehört, bei der Übung sind schon mal einige eingeschlafen. So, wir haben bald geschafft. Du kannst dich natürlich bewegen. Au! Finde ich gemacht. Hey, Unser Nachbar wird dann denken, was machen die Bekloppte da? Wir machen einfach nur Sport. Ja. So. Siehst du, mein Puls ist jetzt. So, wir haben jetzt 1 Minute. Und dann haben wir geschafft. Und dann ist unser Körper richtig aufgewärmt. Und ich habe Durst. Und manche fragen sich, warum macht man das? Ne? Das ist super gut für die Fett in deinem Bauch, aber auch für Rückenschmerzen.
Also für die Rucke ist sehr, sehr, sehr gut. Meine arme Ellenbogen. So, stopp. Wir haben schon unsere 5 Minuten Cardio geschafft. Also ich habe diesen Ring hier und dann habe ich noch dieses hier. Also wenn ich 20 Minuten mache, dann mache ich lieber mit das hier. Aber das tut trotzdem weh, weil das hat auch diese Dellen hier. Aber das ist richtig geil, richtig stabil. Und die Farbe passt zu mir. Die Farbe passt zu Josephine. So, wie ich am Anfang gesagt habe, wir machen jetzt Beine und Popo. Diese Übung jetzt, Stefan muss mich immer beim Namen helfen, weil ich keine Ahnung habe vom Namen her. Wir machen jetzt Kniebeuge, oder? Heißt genau, das Kniebeuge? Und viele machen das mit Gewicht. Wenn du Gewicht hast, ich mache das mit diesen Bändern hier. Das gibt mir so einen Widerstand und das finde ich auch gut. Wir machen jetzt 3 mal 10. Also 3 mal die gleiche Übung und die Wiederholung sind 10 Mal. Ich hoffe, du hast verstanden. Siehst du, guck mal, das ist so hart. Und dann, du kannst so stehen. Oder so stehen, wie du willst. Hauptsache, deine Knie dürfen nicht so nach vorne gehen. Also, wichtig ist, dass deine Knie ein bisschen nach außen gehen und aber in die Ende deines Füßes bleiben, also nicht über die Füße sind, zum Beispiel. Und deine Rücken muss gerade sein. Ne? So, dann wieder hoch und dann machst du Popo hier. So, drückst die Popo. Dann wieder nach unten. So. Ich mache das so. Sieht man? Das erste Mal ist fertig. Jetzt machen wir 30 Sekunden Pause und dann machen wir nochmal. Schwitze. So. Zweite Mal. Jetzt nur noch 1. 30 Sekunden Pause. Oh, ich schütze. So. Letztes Mal. Komm, wir schaffen das. Nochmal richten. So. Fertig. Und jetzt kommt ein Plus. Du kommst unten und bleibst da. Und zählst wie 10. Oh. Es brennt. Aber du merkst, du hast was getan. Das ist geil. So. Jetzt machen wir Po. Du kannst das, wenn du eine Matte hast, auf die Boden machen. Dadurch, dass ich diese Bank hier habe, dann mache ich das hier so. So, mit diesen Bändern hier, dann bekomme ich halt Widerstand. Widerstand heißt das, oder? Da
damit es ein bisschen schwerer ist. So. Hier machen wir auch dreimal 10 Wiederholungen, jede Beine. Rücke gerade, Bauch einziehen, so richtig fest machen und dann Beine nach hinten. Versuche eine Sekunde hin oben lassen. Ich kann nicht reden. Man merkt, jetzt die andere Seite. Das gleiche hier nochmal. 10 Wiederholungen. Und dann kurz umlassen. Hier geht es nicht darum, dass du super schnell machst, sondern dass du es richtig machst. So, jetzt gehst du in die Kinderpose, Babypose, damit wir ein bisschen. Warum lachst du? Bewegen. Die Yoga machen, wissen, was ich gerade mache. Nur 5 Sekunden und dann weiter geht's. War das der sterbende Schwan? Nein, das war die Kinderpose. Kinderposition, glaube ich, heißt das. Jetzt weiß ich nicht mehr. So. Zweite Wiederholung. Oder zweite. Heißt das Wiederholung? Ja. Ja. Rechte Beine jetzt. Wir schaffen das. Wenn du denkst, du kannst nicht mehr. Genau, wenn du durchziehen musst, weil genau da ist richtig. Da kannst du doch. Schaff das. So, nächste Wiederholung. Und jetzt ist Gegenbewegung. Und jetzt die nächste Wiederholung. Und dann freust du dich, wenn du spürst, wie die Muskel dann wehtut. Ich merke das immer dann am nächsten Tag. Rücken gerade, Beine komplett nach hinten, Bauch einziehen und dann machen. Denk immer dran, warum du da bist. Denk immer dran, warum du Sport machst. Und so kannst du dich selber motivieren. Wenn du das für dich machst, ist das Beste. Andere Beine, da haben wir geschafft.
Das kannst du aber auch ohne Bänder machen und auch einfach auf dem Boden machen. Hauptsache, wenn du oben bist, bleibst du eine Sekunde oben und dann wieder runter. So. Geschafft. Und jetzt einmal Beinen hoch. Zählst du bis 5 und machst mit deinen Füßen Kreisen. 3, 4. Ist doch Spanisch. Ich hab Spanisch gesehen. Ohne, 2, 3, 4. Jetzt nochmal auf Deutsch. Beine hoch und dann kreisen. 1, 2, 3, 4, 5. So. Oh, das spürt man. Das spürt man. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, das spürt man. Oh je. Ah, so. Nochmal. 1, 3, 4, 5. Sehr gut. Diese zwei Übungen sind einfach das Wichtigste. Jetzt. Oh. Machen wir was Schönes für Oberschenkel, heißt das, ne? Hier drin. Ja. Du nimmst eine. Man kauft immer 3. Ich glaube, es kommen immer 3. Eine, die nicht so hart ist, ein Medium und die richtig hart ist. Dann nimm du die Mitte. Die nicht so weich, aber nicht so hart ist. Und du machst es bis hier hoch. Und dann nimmst du einen Stuhl oder auf die Ecke deines Sofas. So richtig an die Kante. Hältst du dich hier fest. Die Füße unten, die müssen zusammen sein. Rücken gerade und dann ziehen. 3 mal 10 Wiederholungen jeweils. Wenn du im Fitnessstudio warst, dann ist halt diese Maschine, wo man halt die Beine hier so macht. Ne? Das versuchen wir jetzt zu machen. Und gehst in die Ecke, Rücken gerade und dann. So, ich habe schon 10 Mal gemacht, aber ich merke, das ist mir doch zu leicht. Wenn für dich passt, dann bleib so. Wenn du auch das Gefühl hast, es ist zu leicht, dann nimm dir die ganz harte. Und dann machst du damit. Also die Übung spürt man richtig hier drin. Dann machen wir jetzt 2. Mal 10 Wiederholungen. Oh ja, hier merke ich. Ist geil. Druck. In die Ecke, Füße zusammen, Rücken gerade, bisschen nach hinten und dann, oh ja, bisschen nach vorne her, Rücken gerade, stolze Brust, du bist stolz auf deine Übung, du bist stolz auf dich und das zeigen wir. Wir sind sowieso alleine, niemand guckt, deswegen Rücken gerade, stolze Brust. Oh, geil.
Spürst du das auch hier? Oh, mein ganzer Körper zittert. Oh, geil. Ich hoffe, du bist genauso fertig wie ich. Weil das heißt, hast du richtig gemacht. Voll Profi. Wir machen jetzt die Lexe. So. Denk mal an die Füße. Es macht keinen Sinn, wenn die hier so weit sind. Die müssen zusammen sein, damit du mehr Widerstand hast. Rücke gerade. Stolze Brust. Bisschen nach hinten. Und los geht's. Wir haben es geschafft. Ich hoffe, du bist genauso nass wie ich. Genauso fertig. Wir haben gut gemacht. Guck mal, meine Beine zittern. Das ist richtig. Jetzt, damit wir keine Knieschmerzen oder sonst was bekommen, wir tun uns jetzt ein bisschen dehnen. Ganz wenig. Ich mache da meine Schuhe aus. Und dann machen wir als erstes ein- und ausatmen. Stellst du Füße so breit wie deine Hüfte und dann einatmen, ausatmen. Dann einatmen, mach dich lang, ausatmen. Nochmal, einatmen, mach dich lang, ausatmen. Geil. Jetzt machen wir die Beine so richtig breit. Dann tust du das gleich. Einatmen, dann deine Arme bis hier. Dann kommst du, Bauch einziehen, Po nach draußen, Rücke gerade. Und dann kommst du bis hier, dann merkst du, wie es hier hinten zieht und dann nach unten und dein Kopf nach unten. Und dann tust du dich bewegen, nach vorne und nach hinten. Dein Gewicht ist auf deine Füße. Das ist ein schöner Bewegung. Und du dehnst hier die Beine, das haben wir gerade gearbeitet. Jetzt. Einatmen und dann gehst du auf deine rechte Füße. Ausatmen. Einatmen, ausatmen. Wieder in der Mitte. Einatmen, ausatmen. Jetzt links. Einatmen, ausatmen. Dann machst du hier die Füße wieder zu. Und dann einatmen und kommst du nach oben, langsam. Das nächste ist dein Kopf. Du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Ich freue mich auf dich. Ich freue mich, dass du bis hier geblieben bist. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Du kannst super gern dieses Kanal abonnieren. Ich mache mir ein bisschen schön. Du kannst dieses Kanal abonnieren und ja, uns unterstützen. Du kannst mit uns interagieren. Du kannst in die Kommentare irgendwas schreiben. Wir freuen uns. Vielleicht willst du was anderes sehen. Also, lass uns wissen. Und wie gesagt, abonniert einfach diesen Kanal. Und ja, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.